Seid gegrüßt zu Shut Up, dem stummen Gameplay von Corina. Und wir spielen nach wie vor Valenitas. Das Ende des letzten Videos ist ein wenig unglücklich verlaufen, wie ich finde. Ich hatte gehofft, wir bekommen das Kapitel 2 noch durch. Hat es leider nicht geklappt. Ich habe gedacht, man könnte ein Kapitel immer schön mit einem Video beenden. Nun denn, es hat nicht sollen sein. Wir waren Karl und der allgemeine ganze Truppe, die war von ziemlich nah beieinander, wie gesagt, war. Und ja, wie das Ganze weitergeht, werden wir in den nächsten Minuten erfahren. Viel Spaß, ich freue mich schon drauf. What?
Gezielte Schüsse ermöglichten es Freddy und seinem Regiment, die hintere Linie unbeschadet zu erreichen. Bravo, Freddy! Bill, thank you very much. Als die Militäroberen von ihrem mutigen Einsatz erfuhren, beschloss man, die beiden Freunde für ihre Tapferkeit auszuzeichnen. Emil hatte gute Nachrichten von Anna erhalten. Karl erholte sich langsam und konnte schon wieder laufen. Unterdessen zog sich die Schlacht von Verdun in die Länge und wurde immer blutiger. Die Zahl der Toten stieg unaufhaltsam. 70.000 pro Monat. Nahezu ein Franzose und ein Deutscher pro Minute. Und das 10 Monate lang, Tag und Nacht. Mai 1916. Emils Bataillon wurde ausgesandt, um Fort Douaumont zurückzuerobern. Eine Schlüsselstellung in der deutschen Verteidigung. Yeah.
Thank you.
Help me, Emil!
Obwohl die Festung teilweise zerstört war, hielten die Deutschen ihre Stellung. Der Angriff war fehlgeschlagen.